In der Sicherheitsdiskussion rückt auch das Internet immer mehr in den Mittelpunkt, denn der Amokläufer von München hatte die Tatwaffe den Ermittlungen zufolge im sogenannten Darknet gekauft, einem verborgenen Teil des Netzes. Über die illegalen Märkte dort berichtete heute das Bundeskriminalamt. Das BKA sei seit 2013 im Darknet unterwegs, sagte Amtschef Münch. Allerdings sei der anonyme Bereich auch wichtig, um verfolgten Menschen Gehör zu verschaffen. Ein schnelles Tippen, ein paar Mausklicks. Vier Beamte des Bundeskriminalamts zeigen, wie es geht. Waffen, Munition, Einkaufen auf Schwarzmärkten im Internet scheint fast so einfach wie beim normalen Online-Händler. Gehandelt werden vor allem gestohlene Kreditkartendaten, Rauschgift oder Erpressungssoftware, so das BKA. Internetkriminalität insgesamt nehme rasant zu. Sie müssen sich das so vorstellen, dass vornehmlich im Darknet, aber nicht nur, dort Plattformen eingerichtet werden, die wie eBay oder Amazon funktionieren, nach den gleichen Prinzipien, wo Waren angeboten werden können und auch Bewertungen abgegeben werden können. Neben dem Teil des Internets, den wir alle kennen und nutzen, gibt es das Darknet, zugänglich über spezielle Software. Sie sorgt für Anonymität zwischen den Nutzern, ein Plus für Kriminelle, so das BKA. Internetaktivisten sehen hingegen viele Vorteile im Darknet. Das anonyme Surfen und Diskutieren helfe politisch Verfolgten in aller Welt. Ich denke, dass hier ein Nischenphänomen des Darknets eben diese Online-Marktplätze sehr stark überbewertet wird und zu einer Diskreditierung einer gesamten Technologie herangezogen wird, die in vielen Ländern dieser Erde täglich Menschenleben rettet. Das sieht auch das BKA, ergänzt aber, trotzdem müsse man Kriminelle im Netz rigoros verfolgen.